Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Kameraden der Sowjetunion, vor fast einem Jahr haben die deutschen Invasoren ihren Fuß auf den Boden unseres Mutterlandes gesetzt. Sie sind tief in die Sowjetunion eingedrungen, haben Stadt um Stadt eingenommen und das Volk geschunden, ermordet und beraubt. Unsere Verzweiflung wächst, doch wir haben eine letzte Hoffnung. Die Stadt, die den Namen unseres großen Anführers trägt. Stalingrad. Genossen, viele ihrer Landsleute sind bereits dort und leisten den deutschen Widerstand. Bald werden sie an ihrer Seite stehen und gemeinsam werden wir unsere Feinde besiegen. Keiner wird auch nur einen Schritt zurückweichen. Feiglinge werden von den Kommissaren sofort erschossen. Das Mutterland zählt auf sie für den Sieg bei Stalingrad. Ihres Lebens. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty. Ja, die Ladesequenz musste ich jetzt leider mal überspringen. War halt so. Bisschen dumm gelaufen. Aber wir haben jetzt hier gerade mit der ersten Russenmission begonnen. Und sind auf dem Überweg der Wolga. Wir werden gerade über die Wolga hin überführt nach Stalingrad. Um dort die deutschen Truppen zu bekämpfen. Juhu! Das macht doch Spaß. Der Kommissar sammelt jetzt leider die komplette Überfahrt. Mir wäre es ein bisschen lieber, wenn dieser Kahn hier ein bisschen flotter unterwegs wäre. Und da ist gerade unser Kollegenschiff zerstört worden. Genau, so ist das. Wir haben es auf, wir überleben die ganze Kiste hier. Die Mission an sich dauert nicht lange. Ich denke nicht, dass der Teil länger als 6-7 Minuten wird. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lahmarschig oder zügig dieser Kahn jetzt unterwegs ist. Sind ausgerückt. Seit dem Sturm auf die Wolga sind sie zu keinem richtigen Kampf mehr fähig. Wir haben mehr und ja. Mehr Männer. Genau, hör mal auf zu blubbern bitte. Ich möchte gerne aus dem Boot raus. Der Sieg wird unser sein. Ja, genau. Wir werden die Deutschen stoppen. Und genau. Vorsicht! Hier geht's los hier, wie die Wolga und so. Ja. Wann geht's denn jetzt in die Luft? Ich möchte jetzt ganz gerne die Deutschen stoppen, aber wann geht's denn jetzt hier? So, also, ne? Ich sehe da drüben zwar schon die Ruinen von Stalingrad. Aber... ja, richtig. So geht das. So geht man in der Roten Armee mit Verrätern um. Ne? Einfach mal erschießen. Peng, weg. Und uns droht das gleiche Schicksal, wenn ich da genau das tun, was der Kommandant sagt. Jo. Alle Mann raus aus dem Boot. Oh, Roms. Das war ein bisschen blöd. So, jetzt dürfen wir uns hier anstellen. Machen können wir deswegen nichts. Das ist jetzt alles gescriptet hier so ein bisschen. Der ist jetzt vor uns dran. Ich möchte gerne eine Waffe haben. Hallo, gib mir die Waffe. Ich will... Was soll ich denn mit Munition? Ich brauche eine Waffe. Hallo. Na super. Hier Knalltyp. Nee. Oh, und schon wieder. So, ich habe jetzt 5 Schuss, aber keine Waffe, mit der ich sie abfeuern kann. Mir extrem geil. So, da vorne ist unser Ziel, dieser... Oh je. Dieser kleine Mistbalken da vorne. Ah, lass mich hier vorbei. Weg, weg, weg. Ah. Deckung. Krops. Das ist Sergeant Borodin. Ja, klar. Ich renne jetzt im G-Feuer. Du hast doch voll einen Sackgeschoss, Knaller. So, jetzt müssen wir ihn warten. Da gibt es das Kommando. Ui, der hat gesessen. Da ist Sergeant Bot... Sergeant Botkin? Warum bin ich Borodin? Borodin. Noch mal das Dank. Die Welt zu Ende.
Auto ist mein nächstes Ziel. Gut, hat geklappt. Und offenbar hat Borro die wieder einen ausgeschaltet. Gute Sache. Ich würde sagen, ein bisschen von beidem. Oh, okay. Ha! Hat mein Scharfschütze den Kommissar erschossen. Unglaublich. Ich habe fast keine Munition mehr. Wir verlieren die Flotte. Was zur Hölle glauben Sie, dass ich hier mache, Kameraden? Genau, hol Artillerie. Holt die Artillerie. Wir brauchen Artillerie. Hallo? Leute, schießt da mal drauf. Ist zwar eh schon alles kaputt, aber egal. So, im Endeffekt müssen wir jetzt hier nur warten, bis die Artillerie... Genau. Wir müssen jetzt de facto nur warten, bis die Artillerie die Deutschen zum Rückzug treibt und dann müssen wir ihnen folgen. Und das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann läuft die Kiste. Ihr könnt mich ja bis hierhin mal wissen lassen, wie euch das Let's Play so bis jetzt so gefallen hat, nachdem wir die Amerikaner auf dem Turnier gespielt haben. Wäre ganz schön, um mal ein bisschen Rückmeldung zu kriegen. Witzigerweise, als ich das hier, zu dem Moment jetzt gerade, wo ich das hier aufnehme, ja, habe ich noch nicht einen einzigen Teil hochgeladen. Das lag halt daran, dass ich den ersten Teil vergessen habe zu kommentieren. Also ich habe ihn ja kommentiert, aber ich habe vergessen aufzunehmen, clevererweise. Und deswegen habe ich gesagt, ah komm, ich spiele jetzt erstmal und mache jetzt erstmal alles fertig, dass ich euch das Spiel praktisch in Gänze präsentieren kann. Und da nicht wieder irgendwie mal eine Pause drin ist, wenn die Folgen ausgehen und ich keine Zeit oder keine Motivation hatte, was nachzuholen. So, Ziel ist erfüllt. Es ist nur noch Sachsen-Bachkin folgen. Betreten Sie Stalingrad. Das letzte Missionsziel. Und dann ist die erste Russen-Mission auch schon durch. Und das war's. Ja. Schön, die erste Russen-Mission geschafft. Stalingrad wurde betreten. Toll. Super. Und, ich sag dann mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Call of Duty mit jeder Menge Wodka und hoffentlich richtigen Waffen. Bis dann.